Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute schauen wir uns an, wie man beim Q-Learning ein bisschen mehr Exploration reinbekommt und was der Living Reward ist. Zuerst schauen wir uns die Exploration an, dann macht der Living Reward mehr Sinn. Deswegen fangen wir einfach mal direkt an. Ich nehme mal wieder unseren altbekannten Zustand, nicht 90, und setze den hierher. Um dieses Feld wird es jetzt nämlich, gerade mal gehen. Da wollte ich nicht hin, den hier wollte ich, genau. So, und jetzt nehmen wir uns diesen Pfeil und wir sagen, okay, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir aus Versehen falsch abbiegen. Zum Beispiel sind unsere Finger zu fett, wenn wir Pac-Man spielen und wir switchen aus Versehen mal auf den Nach-Oben-Button. Ups, Geist, wir sind tot. Anstatt, dass wir auf den Links-Button kommen. So, folgendes Szenario. Normalerweise macht man das immer so. Wenn ich nach links gehe, habe ich eine Wahrscheinlichkeit, die könnt ihr euch aussuchen, von 0,2, dass ich aus Versehen nach oben gehe. Von 0,2, dass ich aus Versehen nach unten gehe, also hierher, und von 0, also wir gehen auf keinen Fall in die falsche Richtung, in die komplett falsche Richtung. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, in diese Richtung zu gehen, die ist wahrscheinlich mit 0,6. 0,2 gibt mir die Wahrscheinlichkeit, also 20% der Fälle gehe ich aus Versehen nach oben anstatt nach links und 20% der Fälle gehe ich aus Versehen nach unten anstatt nach links. Okay. Geht natürlich in jede andere Richtung. Wenn ich nach rechts gehe, habe ich 20% nach oben oder nach unten zu gehen. Wenn ich nach unten gehe, habe ich 20% nach links oder nach rechts zu gehen. Und wenn ich nach oben gehe, habe ich 20% nach links oder nach rechts zu gehen. So, und das ändert jetzt natürlich alles. Wenn ich jetzt nach links gehe, dann habe ich hier Belohnung aktuell. Ich habe ja noch nicht so weit exploriert, dass ich hier dieses Feld schon berechnet hätte von hier drüben. Aber eine Belohnung von 0, wenn ich hier nach links gehe. Der, wie gesagt, das hier hat sich noch nicht durchpropagiert nach hier mit dem Q-Learning-Algorithmus. Ich habe eine Belohnung von 0 nach rechts zu gehen, standardmäßig. Ich habe eine Belohnung von 0 nach unten zu gehen, aber ich habe eine von minus 100 nach oben zu gehen. Und wenn ich jetzt meinen Pfeil nach links berechne, dann muss ich das folgendermaßen machen. Ich habe ja 60% der Fälle gehe ich nach links tatsächlich, 20% der Fälle gehe ich nach unten. Aber 20% der Fälle gehe ich auch nach oben, wenn ich nach links drücke. Und das bedeutet, ich brauche für meinen Pfeil nach links jetzt auf einmal nicht 0, kommt daraus, sondern 0,6 mal 0 ist 0. 0,2 mal 0 fürs nach unten gehen zufällig ist auch 0. Und 0,2 mal minus 100 mal Gamma natürlich jedes Mal noch. Das heißt 0,2 mal minus 90 mal minus 90, weil da muss ja noch das Gamma rein. Also ihr wisst ja noch, von letztem Mal, wir hatten Gamma auf 0,9 gesetzt. Und 0,2 ist die Fehlerwahrscheinlichkeit, dass ich aus Versehen nach oben drücke, anstatt nach links. Und das heißt, ich habe hier eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, eine relativ niedrige Punktzahl dann am Ende. Nämlich hier steht am Ende minus 18 und nicht mehr 0. Wenn ich nach links laufe, Vorsicht, und wenn ich nach rechts laufe, naja, was passiert dann? Dann habe ich immer noch dieselben Wahrscheinlichkeiten und dann kriege ich auch minus 18 raus. Blöd gelaufen, wa? Da kann ich jetzt nicht mehr nach links laufen, nicht mehr nach rechts laufen, sondern ich kann nach unten laufen. Nach unten habe ich 0,2 Wahrscheinlichkeit nach links zu laufen und 0,2 Wahrscheinlichkeit nach rechts zu laufen. Naja, die geben mir beide 0 Reward, macht keinen Unterschied, deswegen, nach unten gibt mir auch keinen Reward, also 0. 0 ist jetzt aktuell mein Maximum. Ich habe also hier nicht mehr minus 18 stehen, sondern 0. Und meine Action ist jetzt nach unten zu laufen. Also auch weg von meinem blauen Feld. Das schnellste wäre ja gewesen, ich gehe in die Richtung, dann gehe ich nach da, nach da, nach da und dann nach da. Aber mein Reward ist hier unten mit 0 jetzt größer. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich propagiere hier einfach meinen Teil von hier drüben durch. Und das landet dann trotzdem hier. Das heißt, ich habe hier für nach links laufen vielleicht ein bisschen mehr als für nach unten laufen. Das gibt sich, weiß ich nicht genau, habe ich nicht durchgerechnet. Aber sagen wir einfach mal, hier steht minus 10.000, weil wir auf keinen Fall gefressen werden wollen. Deswegen wird in manchen Fällen kommt hier einfach das nach unten als beste Aktion raus. Und da kommen wir dann zu einem Faktor Risiko. Wie risikofreudig seid ihr? Und das ist natürlich dann auch diese Wahrscheinlichkeit. Es kann natürlich auch sein, weil wir jetzt nicht wissen, dass wir hier plus 100 Reward kriegen, dass man einfach mal zufällig irgendwie Reward kriegt, wenn man zufällig irgendwo hinläuft. Das heißt, der Pfeil hier, der mir nach links läuft, also dieser Pfeil hier, der hat 0,2 mal 100 mal Gamma plus 0 plus 0. Plus, ja, hier drüben das hier.
mal 0,2. Das heißt, da propagiert sich jetzt auf einmal noch mehr Error mit. Also dieser Fehler, den müsst ihr in jedem Fall noch durchrechnen, mit durchrechnen. Und da kriegen wir andere Werte hier voraus. So, das war das zur Wahrscheinlichkeit. Wie gesagt, dadurch teste ich mehr Zustände und bekomme im Prinzip ein besseres Ergebnis für alle Zustände raus, weil ich mehr ausprobiere. Ich bin sozusagen risikofreudiger oder auch risikounfreudiger hier in dem Fall, weil ich jetzt nach unten laufe. Okay, und jetzt haben wir den Fall, dass wir hier weglaufen. Jetzt bringen wir noch den Living Reward ins Spiel. Der Living Reward ist eine Belohnung oder eine Punishment, also quasi einfach eine Bestrafung dafür, dass wir noch nicht fertig sind, dass wir noch nicht gewonnen haben. Wir wollen ja Pac-Man zum Beispiel möglichst schnell gewinnen und nicht Ewigkeiten einfach nur auf derselben sicheren Stelle, wo halt gerade kein Geist ist, rumeiern. Das heißt, wir wollen vielleicht auch mal in die Nähe von einem Geist gehen, weil dort unser letztes, allerletztes Stückchen, was weiß ich, was der frisst, also Bobble ist, das wir noch fressen können. Und deswegen müssen wir uns dann mit so einem kleinen negativen Reward zufrieden geben, den wir eventuell bekommen. Das heißt, wir führen so einen Living Reward ein und der ist jetzt standardmäßig einfach mal minus 2. Das heißt, ich kriege in jedem Zustand, zu jeder Zeit T, kriege ich einfach minus 2 Punishment oder Bestrafung, dass ich noch am Leben bin. Egal, wo ich hinlaufe, egal, was ich tue, ich kriege immer minus 2 Strafe, weil ich noch nicht fertig bin. Da bin ich fertig und da bin ich fertig, dann hören die minus 2 auf, aber ansonsten immer minus 2 zusätzlich gegeben. Und da propagiert sich dann natürlich auch noch ein kleiner anderer Fehler. Also wir setzen jetzt einfach den Standard hier nicht mehr auf 0, sondern auf minus 2. Und das führt dazu, dass ich vielleicht risikofreudiger bin und statt dass ich hier nach unten laufe, laufe ich halt doch nach links, weil minus 2 hier unten, dann minus 2 hier, 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 bringt mir insgesamt minus 4 Veränderungen, was nicht so geil ist teilweise. Und deswegen sage ich mir, okay, ich möchte möglichst schnell an meinen Ausgang und gehe deswegen hierher, hier direkt rüber. Vorsicht, wenn ihr diesen Living Reward zu niedrig setzt, also zum Beispiel auf minus 200, jedes Mal eine Strafe von minus 200, dann wird euer Tool sagen oder euer Programm, okay, in diesem Zustand, ich beende das Ganze jetzt quick, ich mache Selbstmord, ich habe keinen Bock mehr zu spielen, ich beende das sofort und minus 100 ist weniger als minus 200, ist mehr als minus 200, deswegen sofort sterben ist besser als auch nur einen einzigen weiteren Zug zu leben. Also Vorsicht, nicht zu hoch setzen, diesen Punishment, Living Reward oder sowas. Ihr könnt ihn auch durchaus mal einfach positiv setzen, also zum Beispiel auf plus 5 oder sowas. Dann kriegt ihr einfach nur einen Bonus jedes Mal, wenn ihr noch nicht gestorben seid. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwie an Tetris oder sowas denkt, da ist es auch wichtig, einfach nicht zu sterben. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt nicht ganz so schnell meine Punkte mache, aber es ist wichtig, dass ich nicht sterbe. Das heißt, ich muss auf jeden Fall vermeiden, hier irgendwie negative Punkte zu kriegen. Und deswegen setze ich meinen Living Reward auf was Positives, sodass ich sozusagen einfach länger überlebe. Okay, das war's auch schon mit Exploration und Living Reward. Und ich hoffe, ihr könnt jetzt eure Parameter passend einstellen für euch. Und ja, wir schauen uns dann das nächste Mal das, weiß noch nicht genau, ob wir tatsächlich mit Temporal Difference Learning schon anfangen. Mal gucken. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.